Und wir sind hier bei der zweiten Folge von Life is Strange, der Episode 1, die ich mir aus dem Internet geholt habe, um mir das mal anzuschauen. Wir sollen aufs Klo gehen, also machen wir das dann glatt. Vielleicht hört dann auch die Musik aus. Nobody can see my meltdown, except for me. Okay. Now, who would bother to write that crap? Isn't he a Rachel? Okay. Wir sollten das benutzen. Immerhin so wollten wir uns ja hübsch machen. Okay, in amerikanischen Klos schaut es noch grindiger aus als bei uns. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Na dann, machen wir doch glatt ein Foto. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Yes, he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit! Can you give me an example of a photographer I cannot believe who this. Captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Diane, can I actually reverse time? Victoria, why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the. Okay, wir müssen die rechte. I better rewind. Maustaste und die Zeit zurückdrehen. I actually did it. Photographer who perfectly captured the human condition in black and white. Anybody? Okay. Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it together, Max. If anybody else looked at this, what would they think? Können wir das endlich lesen? Nathan, kennen wir jetzt auch?
dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Wie wir andere Leute schreiben. Arg. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen. Aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Hast du denn Geld? Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Okay. Aber weiß der Nathan, dass wir zeitgereist sind? So. Gut, das haben wir das letzte Mal nicht fertig gelesen. 10. Juli. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave. Obwohl ich bla 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 bla. Danke fürs Spielen. Ich brauchte ein paar Sekunden. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Okay, ja. Sie haben sich gefreut, sie ist in Blackwell. August, es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Mhm. Highschool nah an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus in einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Ach ja. Okay, Seattle hat dir nicht so gut gefallen. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern. Oh Jungs, hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus. Ja, nächstes. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meiner T-Shirts geweint. Okay, also ihre Eltern sind noch in Seattle. Niemand außer Chloe. Kennt mich. Ja. Und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mit einem süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. Da klingt sie gar nicht so schüchtern in dem Ding. Ich möchte nur, dass es im Blackwell anders läuft. Ja. 2. September, mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vor dem ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich habe keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen. Seit ich hier ankam, mein Krempel sind Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber meine ist verteilt. Ich will hier nie weg, sagt sie das so. Ich will dekorieren, ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen. Kann mir aber keinen Namen merken. Was soll's. Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Na was jetzt? Ich weiß auch nicht genau, was sie will. Aber jetzt bin ich hier und ein neues Leben beginnt. Gute Nacht. Blackwell ist Schatten. Oh, das ist aber schnell gegangen. Ich hatte vor, nicht zu früh rumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten, kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen.
Ich, Dussel, wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alicia. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show-Bürg. Okay, gut. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. WMX. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und den Backsteinmauern. Bla 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 bla. Habe jetzt schon massig Hausaufgaben. Wer schreibt 2016 noch ein Tagebuch? Na okay, jemand, der will, dass wir verstehen, was in der Geschichte passiert. Habe jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße, gebt uns. Ha, am zweiten Schultag. Und meine Schüler nerven, sind genervt, wenn ich am zweiten Schultag Stoff mache. Dann gibt es andere, die geben Hausübungen. Weil ich Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek, düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Oh Gott, es geht hier nur um Teenager-Drama in diesem Spiel offensichtlich. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie, ich will ihn heiraten, Scherz. Das ist eine Fach, ist die ganze soziale Störungen, die ganzen sozialen Störungen wert. Okay. 15. September. Mal schauen, was an. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als wären sie geehrte Gäste Blackwells. Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon, noch reicher und eingebildeter, denn wenn das überhaupt geht. Okay, Nathan, den haben wir jetzt schon kennengelernt, das ist der Typ, der das Miller schießt. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert. Also tut Nathan als Gehör in die Schule. Ja. Der Vortex Club, der tolle Fäden schmeißt. Also kommen sie damit durch. Lange lebe der König und die Königin. Will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier. In einem meiner Kurse. Okay, das ist das Mädel, das gemobbt wird. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Missstücke wie bla 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 bla. Ja, interessiert mich nicht. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem vollendeten Bilder zu schießen. Apropos Bilder schiffen, ja, das ist dieser Dings, der Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten, als ob es mich jucken würde oder ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren, wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an, anders als einige andere hier.
aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Okay, 1. Oktober. Mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Bla 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 bla. Das haben wir schon gehört. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel abgenommen. Achso, das hatten wir schon gelesen, oder? Das ist das, was wir als erstes gelesen haben. Ja, aber es gibt offensichtlich jetzt schon eine neue Seite. This does not exist. 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Und dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zustören. Ja, der Vortex Club oder wie? Vortex Tornado. Das war so echt. Das wäre zu einfach, wenn das zusammenhängen würde. Und die Hosen voller. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Okay. Nächste Seite. Ah, okay. Okay, das sind die einzelnen Bilder, die man schließen kann. Was ist das? Gibt es neue SMS? Nö. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he'd... Damn it, everything is the same. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please? Ja. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay. Well done. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody... What are you waiting for? Go! Ja. Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Wir können ja jederzeit zurückreisen. I just really think everyday heroes is an important cultural... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Ich reiche nicht aus. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Okay, yeah. Go on now. Don't let me stop you. Drücke Steuerung, um schnell deine letzte Aktion rückgängig zu machen. Week Everyday Heroes is an important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just... Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Yeah. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on your bike today. Das ist ja urfies. I have faith in you. Und wie schon gesagt, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Dafür nimmt er sich Zeit. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Because Max wants everything. Oh. How hip she is. As to you, she plays it so serious. I can't even get off the... When can you? I'm gonna have to get my education on. You remember that it's payday? Yeah, payday. I know you didn't forget you owe us cash. I forgot. Sure, nobody kicks your ass. Yeah, your ass. Logan, seriously, leave me alone. You can't help me at all, Logan. Not the boss, bro. No, I'm just trying to go to class. Daniel is getting bullied all over again. I hope he doesn't remember. Grand pricks. Hmm. Don't even tease me. You know I don't tease. I hate that science class with those nerds. What's like a... Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? Okay. What are Was you doing? Come on, put that Ever thing down! Tell me what to do! Wowzer, it's happening again. People trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody I need a hammer to break it open. Your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh. Holy shit, I can't let this happen. No. If I can reverse time again, I can help her. Okay. Wieso brauche ich einen Hammer dafür? Diese Dinger Don't sind. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would
ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, shit! No, 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 I need no, a hammer no. to break it open. Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Can we just be Do not thing? Freak out. Okay. Okay. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Gute Frage. Melden wir ihn? Oder verbergen wir die Wahrheit? Ich würde mal sagen, das ist die erste Sache, wo wir eine Entscheidung für die Zukunft treffen. Wir sind fake, wir verbergen die Wahrheit. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Was? Now get outside of class. Die schaut nicht so aus, als... Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Okay. Wie war das? So wird's schneller. You look a little stressed out. Are you? Okay, versuchen wir es mal. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Ja, das hab ich and one of Blackwell's kommen, most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then
Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ja. Ich bin da mal. Wir bleiben bei dem ersten. You look a little stressed out. Ja, danke. I just. Ja, bla, kennen wir schon. Wenn wir da rausgehen, ist es vorbei. So, Herrschaften, an dieser Stelle mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schlaf gut und träumt was Schönes. Huch. Falsche Taste oder was? Achso.